Hey Leute, willkommen zurück zu Slazes Bayer. Wir sind wieder im zweiten Akt angekommen, oder was heißt wieder? Letztes Mal ja nicht. Und wird das reichen von den Karten her? Ich bin mir da ehrlich gesagt, ich bin da nicht so positiv gestimmt. Ich will nicht, aber ich muss. Gut, dann gucken wir mal. 310 Gold haben wir, da hätten wir direkt auch einen Shop und ich glaube, ich versuche es mir hier bisschen einfach zu machen. Also es wäre auf jeden Fall super, wenn ich nach einem Elite-Gegner direkt ein Lagerfeuer hätte. Deswegen, gut, rechts gehe ich jetzt hier nicht lang. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ja... Nee. Nee, das machen wir nicht. Wir starten hier links und gucken dann einfach mal. Du willst mich direkt angreifen. Gut, dann spielen wir. Machen wir das jetzt. Zorn ist halt an der Stelle halt auch eine blöde Idee. Wunder, ich habe kurz überlegt, ob ich Wunder spiele, wegen hier Heiligkeit, um Karten zu ziehen. Wobei, er kommt, machen wir das so. Dann spielen wir Heiligkeit und ziehen wir noch zwei Karten. Und wir können dann einmal Hiebregen spielen. Fürchte kein Böses. Dann kriegen wir die Karte wieder. Und ich hatte eigentlich darauf spekuliert oder gehofft, dass ich Blockkarten bekomme. Sieht jetzt nicht so blockig aus. Gut, wir können aber nochmal Hiebregen spielen. Dann noch einen Angriff. Windmühlenschlag behalte ich erstmal. Dann ist er halt jetzt schon auf 70 runter. Ich glaube, das Video wird ein bisschen länger, weil hier muss ich mich erstmal auch dann hinsetzen und überlegen. Gut, Hingabe kann man eigentlich immer spielen, würde ich sagen. Windmühlenschlag behalten wir. Jetzt habe ich Verteidigen hier, was ja total toll ist und so. Und wenn es blöd läuft, habe ich immer noch den Feuertrank oder einen Explosivtrank. Wobei ein Explosivtrank... Gut, wenn ich damit einen Gegner finishen kann, der mir in dem Moment viel Schaden machen würde, würde ich den benutzen, aber generell halt auch nicht. So, Ragnarök haben wir. Wir spielen mal Kampfhöhen, ne? Wir spielen mal mentale Festung. Die ganzen Machtkarten hier bitte. Ansonsten hauen wir nochmal zu. Man darf halt auch nicht zu viele von diesen behalten Karten mitnehmen, sonst ist irgendwann die Hand übervoll. Gut, wir haben jetzt... was haben wir denn jetzt hier? Wir machen halt weniger Schaden, was jetzt ein bisschen doof ist. Das heißt, wir können dich auf jeden Fall auch nicht erledigen. Ich glaube nicht. Deswegen spielen wir erstmal Hiebregen. Fürchte kein Böses und... Einmal verteidigen. Einmal Heiligkeit und dann können wir damit jetzt eh nichts mehr anfangen. Aber wir haben immer einen Elfblock zusammenbekommen. Das ist doch schon mal was. Gut, jetzt haben wir zweimal zertrümmern. Und wir können jetzt auf jeden Fall, jetzt spiele ich auf jeden Fall Ausbruch. Und dann wechseln wir auch und kriegen die Energie dafür. Ja. Also jetzt so bei 19 Karten schon passend, die Karten zu bekommen für gewisse Kombos. Ich weiß nicht, mir kommt da schon ein bisschen viel vor an Karten. Hier gibt es nochmal mehr Mantra, aber ja, gut, ne? Ich habe ein bisschen was. Also wie gesagt, damit das einmal ausgelöst wird, müssen 5 Runden rumgehen. Ist halt eine Nullerkarte. Wäre jetzt nicht so verkehrt. Wenn ich schon eine Mantra-Karte habe, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Aber dann wären wir schon bei 20 Karten. Ich probiere es mal damit. So, dann nehmen wir ein Event mit. Und wir haben hier das Nest. So ein Ritualdolch wäre natürlich auch schon ganz cool. Aber den müsste man eigentlich direkt im ersten Akt bekommen. Und das ist halt, weil die da auch noch weniger Leben haben. Deswegen, dann nehme ich lieber das Gold, weil wir gehen da gleich zum Shop. Dann gehen wir da lang. Wir finden ein paar Tränke. Ja, das ist super. Ambrosia. Flüssige Bronze. Ich nehme das mal mit.
Und dann gucken wir mal im Shop, was gibt's denn hier? Realität prägen. Nochmal würde ich das jetzt nicht nehmen. Ansonsten... Das ist ja Fasten. Erhalte 3 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Erhalte jeden Zug 1 Energie weniger. Mit Mantra wäre das vielleicht eine Option, wenn ich davon irgendwie mehr generieren könnte. Füge 5 Schaden zu, immer wenn du diesen Gegner angreifst, erhalte 2 Block. Sprich zu der Hand, ja, super. Wahnsinn. Ich bin da jetzt nicht so... Weiß nicht. Shuriken wäre für Stärke ganz okay. Dies Waffel wäre, glaube ich, auch ganz okay. Ansonsten... Wahnsinn, ja, nee. Ich glaube, ich nehme hier die Waffel und dann entfernen wir... Dann entfernen wir, glaube ich, mal... Ich glaube, ich schmeiße einmal Verteidigen raus. Ich wollte erst einen Angriff nehmen, aber wir machen das jetzt einfach so. Und das mit Göttlichkeit war 3 oder 2 Energie, ne? 3 Energie, glaube ich. So, dann gucken wir mal. Also ich würde schon links lang wollen, weil da haben wir direkt ein Lagerfeuer. Da oben haben wir auch noch einen Shop und wir haben ja auch noch ein bisschen Gold. Dann machen wir das so. Und wir haben jetzt hier die tollen Geier. Ja, das ist schon mal super. Ragnarök wäre schon ganz cool. Aber bei 3 Gegnern, ich müsste halt 3-mal eintreffen und am besten ihn dann treffen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt nicht so hoch. Okay, wir machen das erstmal so. Heben uns Geborgenheit auf. Und ich will das Wunder jetzt noch nicht benutzen. Ausbruch will ich auch nicht benutzen. Wachsamkeit brauche ich jetzt auch noch nicht spielen. Hier wäre natürlich der Explosivtrank ganz nett. So, jetzt wird's interessant. Mentale Festung spielen wir. Kampfhymne spielen wir auf jeden Fall. Und dann, wir kriegen hier, zumindest habe ich Geborgenheit noch. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall was machen. Dann spiele ich noch das Wunder, um dann hier nochmal Verteidigen zu spielen. Hiebregen greife ich dich jetzt an und dann... ich glaube... Ja, komm, dann nehme ich hier den Explosivtrank. Dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Windmühlenschlag haben wir jetzt ein bisschen spät bekommen. Niederknien können wir immer spielen. Dann haben wir jetzt auch schon 22 Block. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch schon mal hier... das spielen, aber auf jeden Fall will ich Zertrümmern spielen. Und das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, ich müsste mir das... Ich spiele mal Hingabe, so. Okay. Jetzt wollen alle angreifen. Also dich könnte ich damit schon ausschalten. Dann bist du raus und dann könnten wir... Ah, das ist halt auch schon wieder zu viel Schaden. Ich nehme jetzt hier mal Ambrosia. Dann spielen wir Wachsamkeit. Damit können wir nochmal angreifen, verteidigen. Das ist jetzt eigentlich schon zu viel. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen Energie verschwendet. Ansonsten können wir jetzt aber den gesamten Schaden blocken. Sonst hätte ich vielleicht hier noch den Feuertrank genommen, um einen Geier auszuschalten. Ausbruch spiele ich jetzt nicht, nein. Wir haben auf jeden Fall Zertrümmern. Ich könnte... Ja, Ragnarök ist halt echt ein bisschen schwierig an der Stelle. Aber ich mache das jetzt mal.
Und es hat ihn rausgekegelt. Das ist schon mal super. Dann greift er nicht an. Jetzt haben wir nochmal Ragnarök. Und so viel Energie. Gut, dann können wir jetzt aus dem Vollen schöpfen. Gerade dann mit so viel Energie ist natürlich die Sache super hier mit Ausbruch. Dann kann ich Ausbruch spielen und dann hier Ragnarök. Und dann ist Ende Gelände. Beharrlichkeit. Das ist halt auch nur mit Ruhe in Kombination. Bin ich halt relativ häufig, aber... Bin ich jetzt nicht so dafür? Ich lasse es bei den Karten jetzt eigentlich. Also es sei denn, ich finde noch eine wirklich, wirklich, wirklich gute, aber das ist alles nicht gut genug, dass ich sagen würde, okay, ich gehe jetzt damit über 20 Karten. Ich würde eher gerne noch welche entfernen. So. Was machen wir denn mit euch? Auf jeden Fall... Niederknien. Jetzt ist nicht so ein toller Start. Ah, das tut auf jeden Fall weh. So, Ragnarök ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben hier einmal Heiligkeit. Dann können wir das machen und dann... Für diese Haltungswechsel... habe ich halt die meiste Zeit auch irgendwie nicht genug Energie, dass ich das machen würde. Ist halt schon ein bisschen käsig. Ja gut, nehmen wir Wachsamkeit und dann... Ja, hier Wunder. Wunder über Wunder. Dann spielen wir nochmal Verteidigen. Damit es nicht ganz so weh tut. So, das macht jetzt... Wir machen halt weniger Schaden. Das ist auch schon wieder... Realität trügen spielen wir. Geborgenheit spielen wir jetzt auch direkt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall blocken. Ach Gott, die machen dann immer mehr Schaden. Okay... Wie wäre es denn mal, wenn ihr nicht angreifen würdet? Einfach mal so. Eieieiei. Okay, jetzt machen sie weniger Schaden. Jetzt hätte ich hier auch Ausbruch. 25 Schaden. Damit wäre schon nicht verkehrt. Wir machen das jetzt... Ja, ist halt die Frage. Das ist halt jetzt echt die Frage. Also ich müsste eigentlich dringend mal hier wen erledigen. Aber ich befürchte, ich bin gleich erledigt. Oh ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Damit könnte ich zwar 36 Schaden machen, aber dann könnte ich dich noch rauskegeln direkt mit dem Trank. Ich glaube, nein, Moment. Wir machen das. Wie machen wir das denn jetzt hier? Hiebregen. Dann werde ich das jetzt einfach hier mit dem Feuertrank machen. Was haben wir hier? Ragnarök. Immerhin. Also das könnte ich noch überleben. Das hat mich auf jeden Fall eine Menge Tränke gekostet. Niederknien. Es hat halt so lange gedauert. Gut, aber auf jeden Fall können wir jetzt voll austeilen. So, 30 Gold Matroschka. Ist nicht verkehrt. Mische ein Beta in den Nachziehstapel, mische ein Omega in den Nachziehstapel. Wozu? Das brauchen wir nicht nochmal.
Das wäre ganz gut mit Zorn, aber mehr wie gesagt, 19 Karten. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Und wir müssen uns auf jeden Fall ausruhen. Und hier haben wir einen Kampf mit 26 Leben. Okay, so, Hingabe kriegen wir direkt am Anfang. Das ist schon mal okay. Ansonsten hauen wir einmal zu. Ah, das ist bei ihm hier, bei Sneko ist es halt ziemlich doof. Das kann gleich ganz schnell vorbei sein. Oder es könnte ein sehr einfacher Kampf werden, aber würde ich jetzt nicht so drauf wetten. So, ich würde jetzt direkt mal sagen, ich versuche hier auf jeden Fall irgendwie alles zu blocken, was man so blocken kann. Ausbruch, das ist die einzige Karte, die ich spielen könnte neben Wunder. Die sind mir halt zu teuer. Okay, Kampfhymne kostet nichts, das ist schon mal super. Und wir können einmal Verteidigen spielen, einmal Heiligkeit. Und dann haben wir noch zwei. Und dann könnten wir gut, das war jetzt schon wieder Overkill. Niederknien spiele ich jetzt trotzdem. Dann machen wir das so. Okay, das kostet schon mal nichts. Das ist eine super Sache. Ansonsten sieht das jetzt schon wieder doof aus. Gut, Zertrümmern hat normale Kosten. Ausbruch werde ich jetzt auch nicht spielen. Schlag können wir noch spielen und ja komm, dann spiele ich jetzt hier einen Windmühlenschlag. Ich heb mir den, glaube ich, auch immer zu oft auf. So, jede Menge Energie. Das ist doch schon mal was. Realität trügen natürlich, Geborgenheit natürlich und aber ich bekomme zu sehr auf die Nase. Das ist halt das Riesenproblem gerade. 12, 24. Lass mich raten. Es reicht. Willst du mich hier veräppeln? Moment, es wären 20. Das, ja, das kostet. Ja, genau. Das ist genau das Szenario, jetzt, was ich meinte. Windmühlenschlag kostet mal eben 3 Energie. Ich habe 3 Energie. Könnte zweimal zertrümmert spielen, sind 24 Schaden. Er hat 25, Windmühlenschlag hat 20. Wenn Windmühlenschlag 2 kosten würde, dann könnte ich den noch erledigen. Aber so ist das alles, ja, Game Over, würde ich sagen. Gute Nacht und so. Okay, das war ja, wie ich am Anfang schon sagte, vom Kampf, das ist bei ihm ja, das kann so oder so laufen. Das kann ziemlich gut laufen, wenn die richtigen Karten günstig sind, aber wenn es genau andersrum ist, dann hat man ein Problem. Alles klar, gut, das war jetzt dreimal die Serien, dann machen wir nächstes Mal, glaube ich, das Defekte und dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht auf Schattenorbs gehe. Aber gut, ich muss dann halt am Anfang auch die richtigen Karten bekommen. Aber ich werde mir das auf jeden Fall merken. Ich will auf jeden Fall mal mit Schattenorbs spielen. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.